Was uns halt verbindet, ist dieses große Ziel. Wir alle haben dieses Ziel Weltmeisterschaft Deutschland vor Augen. Das ist so, wir ziehen alle an diesem Strang und das verbindet ungemein. Das Spirit einfach zu sehen, okay, alle laufen in eine Richtung und keiner läuft links und rechts weg, sondern wir laufen alle zusammen dahin. Dieser Geist, wo du einfach merkst, da passt alles. Das ist die große Stärke von uns, einfach dieser Teamgeist. Eine WM in Deutschland ist in jeder Sportart immer ein Druck da. Da war automatisch davon ausgegangen, die Jungs müssen das Ding gewinnen. Auf der anderen Seite kann man den Druck ja auch positiv annehmen. Also ich genieße das jetzt oder freue mich riesig drauf, wenn es am 19., wenn wir da in Berlin einlaufen sind, 9.000 oder 10.000 Zuschauer. Das gibt Schöneres. Mimi, zeit sie. Flo, Passfolge, außen, halb, halb, außen, Mitte. Bitte wieder nach außen und klare Pässe, harte Pässe und gute Bewegung. Komm, und alle mit allen Händen den Ball im Anlauf ankommen. Hopp! Es muss Schnelligkeit da sein, Ausdauer, Kampfkraft, Nervenstärke, mentale Stärke, Härte und so weiter. Also alle Anforderungen, die es im Sport eigentlich gibt, sind im Handballverein. Und das ist eigentlich das Faszinierende, wenn eine Sportart, wo ich nur einseitig gefordert würde, mir nie so gefallen hätte. Vollgas über den Schädel. Für den Schutz deines Schädels bist du wie im Spiel selbst verantwortlich. Komm, 6 Meter. Ich fange an. Warum man sich in ein Handballtor stellt, die stellen nur die Leute, die das wunderbare Gefühl nicht kennen, in der letzten Spielminute den entscheidenden Tempo-Gegenstoß abzuwehren. Ja? Man muss Spaß haben, wenn es brennt am Körper, weil dann weiß ich, ich habe den Ball gehalten. Lang hin, lang hin, Arme lang, Beine lang und schiebt rechts, links. Also rechter Fuß, rechte Hand schieben und umgekehrt. Weg vom Körper, vom Zentrum. Okay, stellst du mal hin. Das wird euch auch mal ganz gut tun. Der perfekte Handballspieler ist der perfekte Athlet. Der hat ein hohes Maß an Ausdauer, der hat eine Grundschnelligkeit, die sehr gut ist, er hat die nötige Kraft. Was aus meiner Sicht im deutschen Handball vernachlässigt wird, ist Koordination und Stabilisation. Denn wir haben eine Kontaktsportart. Man muss jederzeit mit Fremdeinwirkungen rechnen und entsprechend trotzdem stabil stehen.
Brauchen kommen. Mit 5, 6 Jahren hatte ich schon die Angewohnheit, alle Bälle, die mir in die Hände gefallen sind oder an den Fuß, die habe ich durchs Haus, durch die Wohnung und manchmal eben auch durch irgendwelche Scheiben geworfen. Und dementsprechend waren meine Eltern der Meinung, dass es besser ist, wenn man das in der Halle macht. Da geht nicht so viel kaputt. Als kleines Baby stand ich schon oft vor und in der Sporthalle im Kinderwagen. Und dementsprechend irgendwann musste ich anfangen. Ich habe mit 10 Jahren bin ich mit einem Schulfreund zum Handball gegangen. Man macht natürlich in dem Alter viel mit seinen Freunden, Klassenkameraden. Und ja, in irgendeinen Verein wollte ich halt. Und dann bin ich mit denen zum Handball gegangen. Und so kam das. Wenn es Fußballer gewesen wären, wäre ich wohl jetzt Fußballspieler. Ich habe früher eigentlich angefangen mit Fußball und dann irgendwann keine Lust mehr auf Fußball, weil es mir einfach, ja, muss ich schon sagen, einfach zu prollig war. Es war immer viel Ärger nach den Spielen halt. Und ja, uns auf dem Dorf gab es eben nur Handball oder Fußball und Handball fand ich damals cooler irgendwie. Wir waren nur ein paar Mann. Der Trainer fragte, wer möchte ins Tor gehen? Alle standen da, guckten auf welche Schicht rum. Keiner wollte, keiner traute sich. Und ich sagte, na komm, damit wir hier weitermachen können, gehe ich ins Tor und habe mich nicht so ganz schlecht angestellt und bin dabei im Rücken geblieben. Besonders geprägt hat mich in allererster Linie der Spaß in der Gemeinschaft. Die verlängerte Jugend. Das ist ja nicht das wirkliche Leben. So ein Lehrgang im schicken Hotel und Spaß und Flachs und zweimal schwitzen und das tun, worin man gut ist, das ist toll und das ist klasse. Das ist ja nicht das wahre Leben. Auf die Plätze. Fertig. Los. Fünf Liegestütze. Hey. Ja, klar. 2. Yeah. Nein! Nein! Gleich, ne? Nein! 15. Du Arschloch, hab ich gesehen! Hey! Hey! Oh, 30! Oh. Entschuldigung. 30 Liegestütze! 15! WM-Erfolg führt nur über das Team. Der Satz wird in der Regel akustisch verstanden. Entscheidend ist, dass er unter extremen Druck, dann, wenn deine Nerven blank liegen, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, wenn du nicht mehr kannst, was auch immer, wenn du dann immer noch hinter dieser Botschaft stehst. Erst dann, glaube ich, ist ein Team da, was wirklich weiß, um was es jetzt in diesem Punkt geht. Und ihr habt zwei unglaublich große Vorteile. Das eine ist diese Atmosphäre im Team und das zweite ist die WM im eigenen Land. Und ich möchte euch gerne das zeigen, was das wirklich ausmacht. Liegst du mir? Ganz kurz? Ist das in Ordnung? Kein Problem. Gut. Stell dich mal ganz kurz hier vor dein Team hin. Ich zeige euch jetzt eine Übung aus der Kinesiologie. Die alten Hasen, mit denen habe ich in dieser Form schon agieren dürfen. Aber es drückt das so wunderbar aus, welchen grandiosen Vorteil ihr habt mit dieser WM im eigenen Lande. Bitte nimm mal den Arm raus. Ich drück mal runter, du hältst dagegen. Okay? Halte. Okay. Ich werde hinter dir stehen und werde so zeigen. Und wenn ich so zeige, denkt ihr alle positiv über ihn. Wenn ich hinter ihm so zeige, denkt ihr alle negativ über ihn. Okay? Ihr müsst mitmachen. Ich werde immer versuchen, an dieselbe Stelle zu drücken mit derselben Kraft. Wenn ich das nicht mache, bitte sofort Meldung ans Team. Okay? Schließ die Augen. Nimm den Arm hoch, ich drück runter, halten. Okay? Nimm den Arm hoch, ich drück runter, halten. Nimm ihn runter. Nimm den Arm hoch, ich drück runter, halten. Nimm den Arm hoch, ich drück runter, halte. Nimm den Arm hoch, ich drück runter, halte.
Bist du verrückt? Mach die Augen wieder auf. Wie ging's dir? Schwitzen. Verstehst du jetzt, was Atmosphäre ausmachen kann? Verstehen wir jetzt, was im übertragenen Sinne in dem Sommer los war? Was bei euch in den Hallen sein wird, wenn dort 19.000 in Köln dann hinter euch stehen mit dem Gedanken? Entscheidend wird sein, dass wir diesen Teamgedanken wirklich in den Nuancen leben. 2004 Fußball. Wo fing dieses, wie es jetzt so schön heißt, Sommermärchen an? In dem als erstes von Klinsmann ausgehend der Gedanke kam, wir wollen Weltmeister werden. Und das hat mich sehr zuversichtlich gemacht, als ich das von Heiner hörte, dass das aus eurem Munde kam, dieses Projekt Gold. Und ich kann euch nur gratulieren, dass ihr den Mut habt, diese Anspruchshaltung in dieser Art und Weise wirklich klar im Kopf zu haben. Denn wer das nicht hat, hat keine Chance, letztendlich Spitzenleistung hier zu machen. Im Normalfall soll es so sein, dass du, wenn ein Tor gefallen ist, dass du schnell wie möglich abhakst, den Ball so schnell wie möglich rausbringst und dich dann nur auf das Positive zu konzentrieren. Ja, aber im Moment ist die Situation eher so, dass ich diese negativen Sachen mehr so nach vorne bringe. Und das ist halt in der jetzigen Phase nicht so gut. Einfach auch. Ja! Reaktionstraining! Runde! Mitten frei! Was hast du da, Torhüter? Du sagst keine Mädchen, ich brauche keine Beachhandbälle. Also bin ich nächstes Jahr. Ja. Boah! Okay, Fritze, 10 Sekunden sammeln, dann nochmal 6 Stück. Die schießen hier unten. Jetzt also die WM im eigenen Land mit dem großen Traum vom Titel. Deutschlands Nummer 1, Henning Fritz, befindet sich in einer schwierigen Situation. Denn im Verein beim THW Kiel ist er momentan nur dritte Wahl. Spielpraxis und Selbstbewusstsein konnte Fritz sich also kaum holen. Jeder weiß, wie wichtig er für diese Mannschaft ist. Klar, ich saß dann im Raum, ich wollte noch nicht rausgehen. Aber am liebsten hätte ich es, glaube ich, gemacht, weil das sind so Sachen, die einen... Weil ich das eigentlich hinter mir lassen wollte. Ja, das war so eine Sache, die man verdrängen wollte. Und ich wollte eher so das Positive wieder nach vorne bringen. Und das waren aber eher so negative Berichte. Und in dem Moment habe ich es eigentlich über mich ergehen lassen. Aber am liebsten wäre ich eigentlich rausgegangen. Henning Fritz hält in der ersten Hälfte zu wenige Bälle. Bei Heiner Brandt die 1, im Verein nur die Nummer 3. Das Selbstvertrauen muss zurückkommen, und zwar schnell. Boah. Also diesen Mann hat Herr Kehrmann die Brille vom Kopf geschossen. Tja, notgedrungen war ich natürlich als Linkshänder immer auf der rechten Seite besiedelt. Und da es nicht so viele Linkshänder ja im Handball gibt, war ich meistens dann auch halb rechts außen, hab aber dann immer mehr Training gemacht als andere. Mir hat es einfach Spaß gemacht, ich wollte immer mehr. Hatte auch die richtigen Trainer zur richtigen Zeit und wurde dann, ja, mit 17 habe ich dann mein erstes Zweitligaspiel gemacht, zweite Bundesliga. Ja, und von da ging es eigentlich steil bergauf. Bei mir war es so, dass ich so mit 17 mein erstes Geld verdient habe oder mit 16 meinen ersten Vertrag unterschrieben habe, mit 630 D-Mark damals. Das war so eine Sache, wo du denkst, was passiert denn jetzt hier? Das war doch mein Hobby und auf einmal zahlt mir jemand Geld dafür. Wobei es natürlich auch immer noch die Leute gibt, die dann immer sagen, ach ja, der ist ja Sportler oder der ist nur Sportler. Und dann kommt auch noch mal schnell halt dieses Klischee, dass man nichts in der Rübe hätte. Viele finden das, na klar, toll, viele vielleicht auch nicht. Viele denken, ja, das ist auch so ein Profisportler, der nichts macht. Das ist ein Hobby, es ist eine sportliche Ertüchtigung. Es ist mit Freunden zusammen sein, es ist der Kick, in volle Hallen reinzugehen. Ja, und man verdient natürlich auch gutes Geld damit. Und eine schönere Situation kann man sich nicht vorstellen.
haben schon mehrmals darüber gesprochen, man kann über alle Sachen diskutieren, wie man sie spielt. Nur wir haben jetzt bei den letzten 7-8 Angriffe haben wir 5 technische Fehler drin gehabt. So, wenn sich jeder das Recht rausnimmt, einmal macht der Zeiss den Fehlpass, dann fängt der Pommes nicht, dann macht der Nächste das Ding unten. So, wenn sich jeder das Recht rausnimmt, dann verlieren wir die Bälle, verlieren wir das Spiel. Noch mehr Konzentration auf den Pass legen. Kann keiner was mit dem Scheißpass anfangen. So, muss man auch mal eine Reihe kriegen, dass wir gute Pässe und normal die einfachen Dinge. Und dann können wir auch komplizierter spielen. Aber wir, bei den einfachen Dingen schaffen wir es nicht, einen klaren Pass zu bringen und den Ball mal wieder einmal zurückzubringen. Und da werden wir mit auf die Schnauze fallen, wenn wir das nicht ganz schnell mal abstellen. Dass wir uns wirklich in dieser Vorbereitungsphase wirklich hundertprozentig konzentrieren. Handball ist ja im Grunde ein einfaches Spiel. Es geht nur darum, einem Mitspieler den entscheidenden halben Schritt Vorsprung zu verschaffen beziehungsweise eine Überzahlsituation zu entwickeln. Und wenn ich den Ball nur eine Drittelsekunde später spiele, dann hat er diesen halben Schritt Vorsprung nicht mehr und ist dann nicht in der Lage, den Ball zum Kreisläufer zu spielen und rennt er in der Abwehr fest. Und das sind Dinge, da spielen wir in dieser Besetzung noch nicht lange genug zusammen. Da sind uns beispielsweise die Kroaten, die Spanier und die Franzosen einen Schritt voraus. Die sind schlicht besser. Der Tag gekommen, den wir uns jetzt sehr lange gefreut haben, an den wir sehr oft gedacht haben. Und so wollen wir auch in dieses Spiel, in dieses gesamte Turnier reingehen, Spaß haben an dem Kampf, Spaß haben am Erfolg, am Miteinander, dass wir alle zusammen in eine Richtung gehen. Und es geht jetzt gleich, geht das los. Ich habe gemerkt, dass ein sehr großer Druck herrschte. Ich habe zwar immer wieder versucht, in den letzten Wochen, ja eigentlich Monaten, mich auf diese Situation einzustellen, wie ich es auch den Spielern empfohlen habe, dass sie diese Situation im Geiste durcharbeiten sollten, dass sie sich von allen Begleiterscheinungen, ob Zuschauer, Presse und so weiter, lösen sollten. Aber je näher wir diesem Spiel kamen, desto mehr habe ich auch selbst gemerkt, wie groß der Druck eigentlich vor dieser WM geworden ist. Und nun geht's los. Und die Brand-
Brasilianer im Angriff in traditionellen gelb-grünen Trikots. Hinten den Ball erkämpft haben, vorne wieder das Ding wegwerfen, sondern wirklich dann Geduld haben und dann mit 100%igem Einsatz dahin gehen. Wenig Anlass. Sonntag geht's gegen Argentinien in Halle Westfalen weiter. Ich dachte am Anfang, es kann nicht wahr sein. Aber jeder hat gemeint, er muss einen wegschmeißen. Scheiße. Direkt. Toto einmal, der ist glockenfrei. In dem Moment, wo ich spielen will, rutscht er weg. Aber ich konnte nichts anderes mehr machen in dem Moment. Wo keine Sau war, das sah super aus, ey. Wir fahren 9.48 Uhr. 9.48 Uhr, klar. Selbe Wagen mit der. Alles morgen. Was machen wir? Können noch einen Kaffee trinken. Und Gleis 13, wenn wir auch gehen. 13? Um 36. 36 und 26. Schneider. Hallo. Alle bitte in den Wagen 26. Alle? Ja. Und sich an den erste Klasse Betreuer wenden. Ja. Er regelt das dann. Alle in 26. Da ist ja das Licht drauf. Was ist er denn für Wagen? 26. Das hier für Sie reserviert, oder? Hier sieht es ja direkt viel leerer aus hier beim Trainer. Guck mal, was der Trainer so macht. Ach, guck mal, da haben wir ja wieder ein Rätsel fürs DSF-Quiz. Schon wieder dieser dumme Schwätzer. Heute wieder im Jackpot 10.000 Euro. Der hat mich gestern schon hierher. Was macht der Bundestrainer für ein Rätsel? Was ist die Preisfrage? Lieber die Spieler würden sich erholen. Hätten morgen einen klaren Kopf. Gut. Ich glaube, das schneiden wir gerade mal raus. Ach, guck mal hier, unser Ruhrpott-Vertreter ist ja auch da. Na, du altes Streifenhörnchen. Ach, du machst auch Sudoku? Ja. Aber Kamikaze. Wolltest du was lernen? Was ist das für eins? Wir gehen da
könnten vielleicht mal so einen kleinen Wettstreit zwischen euch zwei machen, oder? Ja, Heiner hat einen leichten Vorsprung, der hat Kamikaze schon mal gelöst. Wobei ich glaube natürlich, dass es ein leichterer Druck war. Also. Hör ich da Kritik am Trainer? Nee, ach Quatsch. Mit Heiner, das ist eigentlich so, ich denke, so ein Verhältnis, was einfach von gegenseitigem Respekt einfach auch geprägt ist. Ja, ich glaube, ein Trainer, der zu sehr Freund sein will oder zu sehr auf derselben Wellenlänge sein möchte mit den Spielern, der ist auch sehr schnell angreifbar. Also wenn ich mich zu gut mit dem Trainer verstehe und habe heute keine Lust zu trainieren, dann mache ich einen lockeren Spruch, sage, ja, heute habe ich nicht so Lust, das würde keiner zu Heiner Brand sagen. Ich denke, jetzt kann so eine Mischung aus autoritärem und demokratischem Führungsstil sein. Hängt natürlich auch von den Personen halt ab, die ich zu betreuen habe oder mit denen ich zu arbeiten habe. So, ich muss jetzt mal eben meinen Kamikaze machen in 10 Minuten. Ne? Wollen wir aber nicht angehen hier, oder? Aber hallo, der ist ja betrunken. Eine. 30. Ali! Oh, ich hab mir grad. Ali! Du Walross! Ali! Ich hab Akupunktur in der Hand im Rücken. Ja! Ich hab hier gerade welche im Auge. Es fing an im Vorfeld der WM, als wir die Musiktherapie gestartet haben, dass wir da einen Raum hatten, wo sich alle versammelt haben und dann diese Musik gehört haben und der eine las, der andere spielte, der andere machte Sudoku und. Und das war also interessant zu beobachten, wie dieser Ort, wo eigentlich nur Musik gehört werden sollte, dann auf einmal so eine Art Meeting Point wurde. Leck. Auf jeden Fall gerade mit Blacky gesprochen, er kommt morgen, weil Halle geht davon aus, dass Klimo morgen nicht spielen kann. So, das ist ja die einzige Chance, aber nur ist jetzt die Frage, jetzt ist keiner Mann. Ist ja nicht frei. Mannschaft nicht mehr geschlossen, da wie vermitteln wir das? Ich will zwar nicht zu jedem Einzelnen hingehen, aber das ist ja blöd, wenn man vorher nicht. Wir können aber noch mal zusammenrufen. Mhm. Ja, klar. Das sind gerade 2 Minuten weg. Ja. Sollen alle nochmal kommen? Kurz. Das ist wahrscheinlich besser, als wenn morgen nur ein Push an der Zeit. Und er kommt dann auf einmal rein oder so. Ja, das ist scheiße. Ja. Dann machen wir es gleich. Ja? Dann holen wir die Leute jetzt alles. Ja. So Leute, nur ganz kurz, ich wollte euch eben darüber informieren, dass wir heute Abend Blacky noch nominiert haben, Blacky Schwarzer für den 16er Kader. Muss heute Abend gemacht werden, weil wir nicht wissen, ob Klimo morgen spielen kann. Deswegen war auch jetzt eben mal kurzfristig so ein bisschen Hektik. Wir wissen nicht, was mit Klimo los ist. Ihr solltet das aber von mir erfahren und wie das dann weiter abläuft, werden wir dann sehen. Nur ihr wisst Bescheid. Und wie gesagt, ich denke, da können wir alle mit leben. Ne? So Leute, erstmal begrüße ich die neuen alten Bekannten in unserer Mitte. Hat mal gut 2 Jahre ein bisschen Erholung gemacht. Kommt jetzt wohlgenährt wieder. So, was das Spiel heute betrifft, Leute, wir kennen die Polen. Wir haben eine starke Mannschaft, spielstark, sicherlich auch vom Wurf her. Aber wir haben sicherlich ein Merkmal, wenn wir fighten, durchgehend, wenn wir so unter Druck setzen, dann verlieren sie irgendwann ihre Linie. Das ist der Grundtenor unseres Spiels heute. Henning Fritz, wie nervenstark ist er nach all dem, was ihm in den letzten Wochen widerfahren ist? Beim THW Kiel, formschwach, ja, muss man unterstreichen. Auf der anderen Seite der Nationaltorhüter, der noch nicht mal mehr zur Auswärtsfahrt in der Bundesliga mitgenommen wird. Das
sind schon besondere Themen, die dort behandelt werden. Bei THW Kiel und natürlich auch hier hineinragen in die Nationalmannschaft. Leute, wichtig ist, dass wir einen klaren Kopf haben, 60 Minuten, neben allen Kampf, klaren Kopf, diszipliniert spielen, keine unnötigen Hinausstellungen, uns nicht aufregen über Schiedsrichter, irgendwelche Entscheidungen, sondern wir sind nur konzentriert auf das Wesentliche, das, was wir erreichen wollen. Wir konzentrieren uns auf unser Spiel. Alle zusammen, alle 14, die auf der Platte stehen. Komm raus. Wenn der Knaller hat, die Deckung. Hey, und es hat dieses Mal schon mal geklappt. Der Klinzi hat es gesagt, wir klatschen die Polen durch die Wand auf. Und das machen wir jetzt auch. Jetzt gehen wir raus und gewinnen das Ding. Auf geht's. Hau! Hey! Aber der Schiedsrichter steht direkt daneben. Und auf der Bank tut sich was. Christian Schwarz hat die Trainingsjacke ausgezogen. Hatte, dass die Mannschaft nicht so ganz wach ist und ich wollte einfach durch gewisse Aggressivität irgendwo Leute auch wachrücken. Habe vielleicht extrem hart gespielt, vielleicht nicht unfair, aber Schiedsrichter hat halt in den Situationen 2 Minuten gegeben. Kann man geben, muss man nicht. Die Situation war natürlich unglaublich für mich. Ich bin dann die letzten 10 Minuten auf der Tribüne gesessen und das war die schlimmste Erfahrung von der ganzen WM. Wenn du siehst, wie das Spiel dann noch nach hinten losgeht, wir haben dann leider noch verloren, das war eine ganz schlimme Erfahrung. Wieder im Spiel. Kehrmann. Rote Karte gegen Bauer. Jetzt überschlagen sich hier die Ereignisse. Die zweite rote Karte gegen die deutsche Mannschaft. Klarer 7 Meter. Thorsten. Genannt Toto Jansen. Gezogen hoch. Ist noch drin. Aber es muss ein Tor her. Nein. Und das ist die Entscheidung zugunsten der polnischen Mannschaft. Nachher. Na komm, Scheiße, aber weitermachen jetzt. Komm. Das Spiel müssen wir jetzt lernen. Wir haben ein bisschen zu ungeduldig gespielt. So, jetzt wissen wir, was wir zu tun haben das nächste Mal und dann geht's weiter. Wollen wir uns jetzt hier nicht
Hört sich zwar dumm an, aber wir haben schon mal ein Spiel in der Vorrunde verloren und dann gab es zum Schluss ein kleines Ding um den Hals. Wir müssen einfach jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern es geht weiter. Also lernen ein bisschen geduldiger zu spielen und dann geht das schon. Wir wussten von Anfang an, wie schwer es wird, diese Spiele zu gewinnen, gerade in unserer jetzigen Situation mit dieser Vorbereitung, die wir haben. Aber wir werden daran arbeiten, die Fehler abzustellen. Und ich denke, wir haben 4 Spiele. Das heißt, für alle Beteiligten Kopf hoch. Ja, natürlich hat jeder versucht, irgendwo so eine gute Stimmung aufrechtzuerhalten. Einfach, ja, es war ein Geburtstag von Markus Bauer und jeder wollte ihm halt ja, gratulieren und wollte ihm auch den Geburtstag nicht vermiesen. Aber selbst da konnte ich nicht aus mir rauskommen. Ich habe mich da zurückgezogen, konnte dann auch nicht irgendwie mit dem Bier anstoßen, weil ich wirklich gesagt habe, okay, wir haben heute ein Spiel verloren. Das war ein sehr wichtiges Spiel und ja, ist mir ein bisschen schwer gefallen. Jetzt machen wir alle nur anders Krieg, dann geht es nur besser, gell? Das wäre super. Zum Wohl. Auf viele Punkte, die noch kommen. Prost. Ja? Ciao. So Leute, jetzt haben wir eine Nacht drüber geschlafen. Jetzt muss der Kopf langsam mal wieder nach oben kommen. Es ist gar nichts passiert. Wir haben gestern verloren. Wir haben jetzt 4 Spiele in der Hauptrunde. Wir haben alle Möglichkeiten offen. Wir können sogar noch Spitzenreiter in der Hauptrunde werden. Wenn wir 4 Spiele gewinnen, dann sind wir ganz oben. Und um diese Chance zu wahren, Leute, beschäftigen wir uns heute noch gar nicht mit dem Gegner morgen, sondern wir beschäftigen uns mit uns, dass wir sehen, was wir besser machen können. Christoph Lijewski vom HSV Hamburg war das. Mensch, was mache ich eigentlich? Wie wenig bewege ich mich? Wie bereiten wir die Angriffe vor? Wie schnell werfe ich? Und alles Dinge, die man eigentlich angesprochen hat, die einem aber im Spiel nicht so auffallen. Und das durften wir eine Dreiviertelstunde angucken. Und das war schon hart. Bitte macht keinen guten Eindruck im Tor. Da muss ich schon ein bisschen Kritik formulieren. Jetzt muss bitte so ein Ding mal rausnehmen. Ich habe so viele Bälle, wo ich genau weiß, dass ich da bin, dass ich alles, oder, ja, alles wäre nicht alles richtig gemacht, stimmt ja nicht. Ich habe viel richtig gemacht, aber ihn nicht halten können. Und weiß nicht, ich habe vielleicht danach 5 Stunden geschlafen oder so, weil ich einfach, ja, einfach, mir sind diese Szenen nicht aus dem Kopf gegangen. Ich habe immer wieder gedacht, das kann nicht wahr sein. Du bist an so vielen Bällen dran, aber irgendwie ist heute ein scheiß Tag oder irgendwie war ein scheiß Tag und ja. So Leute, ihr habt 45 Minuten gesehen. Ich will stimmen. Wir sind viel zu ungeduldig, wir spielen ja überhaupt nichts durch. Sobald es irgendwo nur so eine Halbchance ist, zum Tor zu gehen, wird direkt geballert und wir haben auch gar nicht die Chance, wir versuchen die erste halbe Chance zu nutzen, anstatt dass wir mal weiterspielen und auf eine richtige Chance zu warten und auch die Abwehr mal ein bisschen in Bewegung zu bringen. Bei mir war es ein, zwei Mal so, dass ich mich vielleicht ein bisschen früh dort entschieden habe für eine Ecke bei Bilecki, dass man da vielleicht ein bisschen länger wartet und halt 2-3 Bälle von außen, die müssen wir natürlich auch mindestens 1-2 Bälle mehr wegnehmen. Ansonsten, Olli ist eigentlich derjenige, der sehr, sehr starker Mann ist. Also sehr, ich sag's mal, sehr voll, sehr robust spielt. Das versuchen alle anderen auch. Aber ich denke, um ihn und um uns zu schützen, müssen wir alle dieses Niveau spielen. Also alle so reinknüppeln. Weil wenn alle dieses hohe Niveau spielen, dieses harte Niveau, dann wissen die gar nicht, wen die rausschmeißen sollen. Wir haben das Spiel gestern im Angriff verloren. Ganz klar. Wir haben eine Abwehrfehler gemacht, aber wir haben sie im Angriff verloren. Und da muss ein Umdenken erfolgen, wenn wir Erfolg haben wollen. Wir müssen für Tore arbeiten. Wir haben Auslösehandlungen und die können wir machen. Die passen auch zu den meisten Abwehrreihen. Aber dann geht es weiter. Und weiter heißt Ball spielen, auch so, dass der andere auch mit dem Ball anfangen kann. Und da ist Arbeit, Leute. Danach haben wir im Training versucht, das zu abzustellen, wobei das Training eigentlich auch nicht so gut lief. Also das war
da in Halle, in der anderen Halle. Da standen wir dann auch mal da. Also wir trainieren gerade, als ob wir noch nie zusammengespielt haben. So Leute, eins verloren. Ich sitze gestern Abend unten, war gerade vom Video gekommen, habe ein paar isländische Kampfschweine gesehen, die gegen Frankreich gewonnen haben. Und ich sehe dann auf einmal einen Kellner mit Pizzas hier hochlaufen. Um 10:45 vor dem wichtigsten Spiel einer Karriere. Ich denke, das kann doch wohl nicht wahr sein, von der Einstellung her. Das ist eine Mentalität, die ich in der Jugendfreizeit irgendwo finde. Wir sind abends unterwegs, holen uns noch eine Pizza. Oder nicht vor dem wichtigsten Spiel der Karriere. Dann noch dem Kellner zu sagen, ist mit dem Trainer abgesprochen, ist noch eine andere Sache. Aber die interessiert mich nicht. Es geht um die Tatsache, dass es überhaupt passiert. Da stimmt irgendwann nicht. Die Isländer kämpfen da, die um jeden Ball. Ich habe eine Mentalität, so spielen wir morgen auch und dann kommt der Pizzabäcker vorbei. Da könnt ihr mir heute Abend eine Antwort drauf geben. Ne? Macht ihn. Ne? Utenka, ne? Ja, am besten geht Olli. Du kommst ja von der Bank, dass du direkt zu Utenka kommst. Weil von Utenka geht alles aus. Ne? Meistens parallel, aber eben auch mal von einem Kreis, hat er eben guten Überblick. Das Wichtigste war zu erkennen, dass wir einfach diesen Kampf brauchen. Wir müssen, dass wir gut Handball spielen können, dass wir die richtige Taktik haben. Das wusste jeder. Und jeder wusste auch, wo seine Stärken liegen. Aber ich hatte das Gefühl, dass der Kampf noch nicht richtig angekommen war. Wir konnten irgendwie die Atmosphäre den Zuschauern nicht rüberbringen, dass wir unbedingt Weltmeister werden wollen. Diese Emotionen, die haben gefehlt. Wir haben uns selber einen großen Druck auferlegt, indem wir gesagt haben, klar, wir wollen Weltmeister werden. Der Druck wurde größer aufgrund dessen, dass wir keine Erfolgserlebnisse hatten, dass wir keine Spiele hatten, wo wir sagen können, Mensch, wir wissen, dass wir es können. So, und deswegen war nichts, was kurzfristig sehr positiv war. Jetzt mit dem Rücken zur Wand zu stehen und ja, egal was gewesen ist, jetzt, was jetzt noch passiert, wir müssen alles jetzt geben, um erfolgreich zu sein. Positionsspiel wird vorbereitet. Wir arbeiten für ein Tor, wir bewegen uns. Und wenn wir die Chance haben, mit Einsatz, mit letzter Konsequenz diese Chance nutzen. Und wenn wir mal nicht geschafft haben, dann fangen wir wieder von vorne an. Und wir lassen 60 Minuten nicht nach. Ich will einen Einsatz sehen von der ersten Minute, gezeigt, wer der Stärkere hier ist. Wir müssen alle merken, Gegner, Zuschauer, Schiedsrichter, wer der Starke ist. Mit Spaß, aber mit Kampf. 60 Minuten, komm, hopp, hopp. Dann war es nach dem Motto eigentlich, wenn ich jetzt dann, dann. Auch für mich, weil ich sage, jetzt gibt es nichts mehr zu verlieren. Jetzt, was haben wir noch zu verlieren? Wir haben gegen Polen verloren. Wenn wir uns jetzt noch einen Fehler erlauben, dann ist eh alles vorbei. So, und so sind wir auch in dieses Spiel gegangen. Anspiel zu Preis. Das ist der angesprochene Sergei Utenka. Boah. Preis, erste Chance. Mach ihn. Richtig. Jawohl. Da muss er hin. Utenka mit vielen Ruhepausen, aber der Star im slowenischen Spiel ist angeschlagen. Man sieht an seinen Bewegungen, er ist nicht fit.
den Abschluss zu. Metz. Klasse! Rogic. Und Bauer. Zieh durch, Junge! Zeit! Richtig! Schöner Bock von Schwarzer. Schön, Blanky! Was für ein Anspiel! Und was für ein Tor! Willen zu zeigen, Willen zu präsentieren. Ich habe das auch versucht vorher mit dieser Faust zu zeigen, aber das war nicht ehrlich. Das war einfach nur, okay, du weißt, dass du es musst, aber es war keine Kraft dahinter. Also für mich, ich habe das nicht gespürt. Ich habe immer, okay, ich kann eine Faust ballen, aber es war nicht dieses Richtige. Ja? Und das ist mir danach gelungen. Schönes Anspiel, Schwarzer! Rotdecker. Gut gekämpft. Spektakulärer Pass auf Kehrmann. Mach ihn! Ja, mit Glück! Egal! Drin. Super. Kehrmann. Feiner Heber! Jawohl! Ah, Kehrmann wieder so knapp daneben. Schlitz! Nochmal! Ja, jetzt gibt's den Siegmeter. Schauen Sie diesen Mann ins Gesicht. Der hat eine ganz andere Ausstrahlung im Vergleich zu den letzten Spielen. Rotdecker. Fritz, klasse gemacht! Das war absolut in Ordnung! Hens ins Torwartdeck! Hens mit Urknall! Neunter Treffer, Pascal Pommes, Hens. Den Rekord in einem WM-Spiel, den hält Florian Kehrmann. 11 Treffer 2003 bei der WM in Portugal. Da hat er gute Chancen, der Pascal Hens, sich einzutragen ins deutsche Handball-Rekordbuch. Sag mal, Kollege, guck mal genau nach, wer den Rekord hier hält, ja? Und unser ARD-Experte hat sich schon beklagt, ich hätte ihn unterschlagen. Stimmt, auch Stefan Kretschmar hat 11 Tore gemacht. 99 im Spiel Deutschland-Kuba. Er möge mich verbessern, falls es nicht richtig ist. Ganz genau. Aber gegen Kuba kann jeder. Schönes Spiel! Du Kehrmann! Zwei Minuten Zeitstrafe. Und zwar gegen Henning Fritz. Glandorf, Kehrmann, mach noch einen! Ja! Ist er geworfen worden? Das ist es! Das ist es! Und jetzt ist Schluss! Ein großartiges Handballfest! Ich denke, dass das Slowenien-Spiel der Ausschlag war. Also da hat, wo Blacky dann zurückkam und ja, uns einfach nochmal gesagt hat, Jungs, wir müssen nach vorne gucken. Wir haben jetzt zwar ein Spiel verloren gegen Polen, das heißt aber gar nichts. Ab jetzt geht's los und ja, ab dann lief's dann ja auch. Aber Fritz, Jogi, ihr hättet's auch nochmal halten können, ne? Aber was Fritz da im Tor macht, ne? Wie er da rausgesprungen ist. Also aber hier, geiler Blockshot von Fritze, ne? Not in my house. Ja. Leck mich an den Tisch. So kennen wir ihn. So kennen wir den. Heute habe ich das erste Mal lachen sehen. Ja.
Erster Band, nicht so einfach. Leck mich am Arsch. Das Problem war einfach, dass ich vorher, wo ich diese Leistung nicht so abrufen konnte, einfach zu viel mit mir selbst beschäftigt war. Ja, das war verkehrt und das war wieder schlecht und so weiter. Und ich habe es ab diesem Slowenien-Spiel einfach geschafft, mich mit der Mannschaft zu beschäftigen. Ich habe mich nicht mehr auf meine Schwächen oder auf meine Fehler konzentriert, sondern ich habe mich auf das andere konzentriert. Das ist eigentlich auch mein Spiel und meine Stärke. Und das war, glaube ich, auch das, was wichtig war. Doppelo Espresso und dann geht's los, ja. Ja, ich mache jetzt 3 Tage hier, ne? Ich bin zwangsverpflichtet, oder? Aber ich hätte sowieso diese und mache das natürlich gerne, ne? Jetzt kam der Auftrag, euch nach Dortmund zu bringen. Und das machen wir dann schon. Nein. Läuft gut, ne? Gestern, ja. Doch, ja. Also, was ich so höre. Ja, ja. Aber das wird man sehen. Ja. Eine Substanz, die kostet. Ich weiß nicht, ob ich das. Ja. Rudi, fährst du vorweg? Ich fahr vorweg, ihr kommt gesund hin. Ihr spielt heute in Halle, ist das richtig? Ja, genau. Danke. Okay, wir sehen uns. Tschüss. Danke. Danke. Einer war immer kumpelig, diszipliniert, weiß also, wann man mal Spaß machen kann, weiß aber auch, wann es ernst wird. Und das war, ich sag mal, zu meiner Zeit mit Gummersbach und in der Nationalmannschaft war das damals auch der Motor. Das ist eben halt schlechthin der Mittelmann. Ja, bei uns war es absolut autoritär. Wenn Stenzel sagte, wir laufen links rum, dann sind wir eine Stunde links rum gelaufen. Da hat keiner was gesagt. Und der Stenzel meinte, es schneit, obwohl Sonne draußen war, dann hat es geschneit. Dann haben wir gesagt, ja, Stenzel, es schneit draußen. Wir haben uns schon manchmal erschießen können, den Trainer. Sicherlich in der ersten Phase meiner Trainertätigkeit habe ich Dinge aus meiner Zeit als Spieler versucht umzusetzen und kannte eigentlich auch nur einen Weg. Das war mein Weg, das war der richtige. Den wollte ich durchsetzen mit aller Gewalt, so wie das als ambitionierter junger Trainer nun mal ist. Und ich denke, da habe ich schon im Laufe der Zeit eine gewisse Entwicklung durchgemacht. Hut ab, dass auch ein Trainer nicht immer nur sagt, meins ist das Richtige, sondern eben auch mal in Verbindung mit der Mannschaft dazulernt, weiterlernt. Und das sehe ich eigentlich so als positivste Geschichte, die ich mit Heiner erlebt habe. So, Jungs, jetzt seid ihr da. Müssen wir noch in die Franzose gewinnen. Heute wird sich zeigen, ob die deutsche Handball-Nationalmannschaft wirklich mit der Weltklasse mithalten kann. Wenn man sich allerdings die Statistik anschaut, von den letzten 9 Spielen, 7 verloren, 2 unentschieden. Warum haben wir trotzdem eine Chance? Weil wir in Deutschland spielen und weil es heute ein fantastisches Publikum in der Westfalenhalle ist. Und ich glaube, dass auch die Franzosen Nerven zeigen können. Bauer kurz draußen, muss behandelt werden. Für ihn Michael Kraus. Das war auch mal natürlich ein Schock für mich, dass der Schorschütz da rauskommen wird. Aber ich wusste gleich, jetzt wird Heiner sich gleich umdrehen und sagen, Mimi, auf geht's. Und das war dann ein paar Sekunden später so. Und da habe ich mich natürlich auch gefreut, dass ich aufs Spielfeld darf oder für mein Land spielen darf. Aber ich habe gedacht, Junge, jetzt reiß dich am Riemen, denke an die Worte von Heiner für die Mannschaft. Und dann ist man natürlich froh, dass es so gut klappt, klar. Michael Kraus, jetzt am Ball. Oskar Pinkel, trau dich! Ja! Kraus, zieh durch! Gut, Junge! Kraus, der traut sich was! Dann ist er stark! 3. Treffer! Habt ihr einen klasse Tag erwischt? Er ist der Mann, den man vielleicht unterschätzt im deutschen Team. Schönes Anspiel. Jensen!
Der traut sich was, der Junge. Mann, ist der gut. Der macht das Spiel seines Lebens. 6 Tore Vorsprung für Deutschland. Wäre es doch nur schon das Finale. Gut, Pommes, ja? Gut, schon, Leute. Und denk daran, ohne Ball. Lass den Ball laufen. Wenn du nicht weißt, wohin mit Ball, gibst du ihn nochmal Flo zurück und dann gehst du volle Power zur Mitte. Alles, was sie machen, müssen wir mit Volldampf machen. Genau so ist es. Bewegung ohne Ball, da wissen die gar nicht, was sie machen müssen. Leute, die Grundlage jetzt, was werden wieder zwei Tage. Kracher von Zeitz. Und schönes Nachsetzen von Michael Kraus. Er macht da weiter, wo er in der zweiten Halbzeit aufgehört hat. Schöne Parade. Nächste Parade von Fritz, er hält die Deutschen im Spiel. Und ein großes Lob auch an den Bundestrainer, der diesen Keeper wieder aufgerichtet hat. Der diesen tiefen Tal steckte. Nur noch dritter Torwart war, beim THW Kiel. Fritz gegen Karabatsch. Komm, halt ihn. Ja, das ist doch nicht zu glauben. Das war's. Deutschland gewinnt 29-26. Wir müssen es nicht übertreiben. Aber es ist richtig. Deutschland kann auch Weltmeister werden. Und wie? Warum geht es aus? Ich mach's. Ich wusste gar nicht, dass Wasser so gut schmecken kann. Oh Gott. Was macht der alte Fritz? Ne? Der alte Fritz? Mensch. Er lacht wieder. Das war uns am meisten. Oh, danke schön. Es war natürlich im Frankreich-Spiel sehr unglücklich für Schorsch, dass er sich so früh verletzt hat. In der vierten oder fünften Minute war das. Aber einer hat im Vorfeld im Spiel gesagt, dass die Spiele davor auch sehr kraftraubend waren. Und jeder, der auch bislang noch nicht so viel gespielt hat, soll sich mental so vorbereiten auf das Spiel, als ob er anfangen würde. Es war ja auch in den Spielen so, vor allen Dingen Island, erste Halbzeit und gegen Spanien im Viertelfinale, war es so, dass ich also unmittelbar hinter der Bank gesessen habe und eben auch versucht habe, oder das auch so abgesprochen war, dass einfach ich das Spiel beobachten soll und gucken soll, wie die Abwehr in gewissen Situationen reagiert und dann eben auch Mimi, weil er ja Angriff-Abwehr gewechselt hat, eben auch Tipps zu geben. Und insofern hat sich einfach die Rolle als vom Spieler zum vielleicht dritten Co-Trainer von Mimi persönlich dann verändert. Ich habe Schorsch noch nie als meinen Konkurrent gesehen. Ich habe ihn eher als Vorbild gesehen von mir, obwohl er ein ganz anderer Spielertyp ist als ich. Aber ich habe ihn so gesehen, dass ich von ihm viel lernen kann. Und ich sehe ihn überhaupt nicht als Konkurrenten. Er ist die klare Nummer 1, wenn er fit ist, weil er die Mannschaft sehr gut führen kann. Aber ich denke, wir ergänzen uns auch sehr gut. Während des Spiels bin ich zu ihm und habe ihn richtig aufgefordert, mir Tipps zu geben, was ich spielen soll, was ich nochmal probieren soll. Hat gut funktioniert und das spricht aber natürlich auch wieder nur für die Mannschaft. Dass da wirklich der eine hat es dem anderen gegönnt und der eine hat von anderen gekämpft und es war einfach geil.
Ballbesitz, aber auch in Unterzahl. Und er bleibt auch dabei. Die letzten 16 Sekunden, das muss man runterspielen können. Hetz. Jansen. Jansen, mach ihn, mach ihn. Ja! Die Deutschen sind im Halbfinale! Den grauen Fletcher und den Vertreter. Den großartigen Vertreter, Michael. Ist doch okay. Leider aus Unterzahl relativ abstiegen. Ganz stark. Das war schon mal, bitte. So, ob da einen Schluck zu trinken für mich. Du bist doch kein Bildfahrer, Fritze. Ist doch ein Torwart. So. Da hätte ich mir kurz die Musik gemacht. Ich stand bloß noch da. Apathisch. Die beiden. Das ist jetzt mal geil. Ich glaube, ich mal. Anspannung. Weil das Adrenalin bringt dich ja nach vorne. Normal. Ja, nee, ich koche über, aber. Du merkst ja nochmal so Glücksmomente, wo wir dann auch Glück hatten in der Schlussphase. Ich dann nochmal so richtig pusht, weißt du, merkst du, wie die Kraft runtergeht. Wenn du nicht jedes Mal wieder, kostet ja so auch Kraft, aber jetzt nicht wieder hochpumpen. Und dann irgendwann, so dann kriegst du ein, zwei Dinger, das wieder hochkommen. Dann durch diese Glücksdinger nochmal hochgesprungen und dann kam es nochmal so ein bisschen, weißt du, aber das kostet unglaublich Kraft. In Köln. So. Das ist mal das Wichtigste aus hier. Da sind wir. So. Muss ja richtig geschmückt werden hier. Schisse. Zack. Ja. Komm. Boah, das ist für mich wirklich am Arsch. Fuck, das gibt's doch nicht. Kann man das hier offen machen? So, Leute. Also. Hast du ihn, Herr Schön? Ja. Jetzt. Ja, das doch. Zack. Und zack. Die höchste Belastung dieses Turniers ist die ungleich höher als eine Fußballweltmeisterschaft, wenn man sich die Dichte der Spiele anschaut. Es ist ja Gott sei Dank so, dass zwischen Viertelfinale und Halbfinale jetzt eine Pausenphase ist. Wenn diese Pause nicht vorhanden ist, dann hat man ganz häufig, dass die Viertelfinalspiele die besten Spiele sind und die Spieler dann einfach erschöpft sind und letztendlich die Spielqualität darunter leidet. Ganz ohne Schmerzen geht's nicht und solange es noch wehtut, weißt du, dass du noch am Leben bist und das ist jetzt zwar ein bisschen übertrieben, aber es ist so. Also wir haben immer irgendwelche Blessuren oder irgendwelche Kleinigkeiten und das gehört zum Sport dazu und ja, wir werden es irgendwann mal vermissen, wenn wir keinen Sport mehr machen können, glaube ich. Schön, wenn der Schmerzen haben ist. Die Spieler, die rufen ja irgendwann, wenn sie verletzt sind, dann suchen sie einen Weg. Und aus diesem Weg herauszufinden, ist immer oft schwer, wenn sie verletzt sind. Und was passiert, wie wir Menschen auch, wir fallen in eine Sackgasse. Und dann kommen wir.
dann kommen wir Therapeuten und versuchen dann, das Bestmögliche zu machen. Das fühlt sich immer an, als würdest du da so irgendwas reinspritzen. Hör auf! Hau ab, Schorsch! Jetzt komm, bitte. Hör auf, ich hasse es! Das ist die... Ich mach doch gar nicht! Das ist die größte Drecksnadel! Ja, komm, ich mach... Verpiss dich da! Jetzt wackel nicht so rum, sonst berühren. Hey, hab ich bei dir eben mit dem komischen Feuerding da rumgemacht? Nö, nee, aber die, damit so steckt ja... Die Spannung nützt ja gar nichts. Du sollst dich entspannen. Ja, genau. Feuer! Raus! Raus! In Wallau, als ich mal in Wallau gespielt habe, hatte ich mir mal einen linken Ellbogen ausgekugelt. Und ja, da waren auch ein bisschen die Bänder kaputt. Das hat einige Zeit gedauert. Dann habe ich mir die Mittelhand mal gebrochen. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall, Muskelfaserrisse, mehrere Bänderverletzungen im Knöchel auf beiden Seiten. Ja, Bänderrisse und sowas. Knochenabsplitterungen. Dann verbunden mit einem Bänderriss auch im Knöchel gehabt. Und ja, Bänder sind schon relativ ausgeleiert mittlerweile in den Füßen, aber wie gesagt, das ist dann so, sind so Sachen, da beißt man dann halt mal auf die Zähne. Ich habe jetzt zum Beispiel mir das vordere Außenband wieder gerissen im Dezember irgendwann und habe dann aber zwei Tage später wieder spielen können. Und die Bänder sind sowieso am Arsch, da kann man nichts mehr machen. Das sind dann halt ein bisschen Schmerzen, dann ist eine Voltaren. Da wird das Ding zugegipst quasi mit einem Tapeverband und ja, dann geht man halt auch durch so ein Spiel mit ein bisschen Schmerzen, aber das ist ganz normal, glaube ich, das machen andere Spieler genauso. Ich habe leider auch sehr viele Verletzungen gehabt. Da waren vielleicht die ganz schweren nicht dabei, aber so ein paar Kleinigkeiten sind natürlich Bänderriss im Sprunggelenk, beide Seiten, alle Bänder abgewiesen. Ein ausgekugelter Ellbogen mit anschließender Operation. Dann diverse Brüche im Arm, in der Hand, Sehnenabrisse in der Hand, Finger ausgekugelt, Sehnenabrisse im Finger, 3 Stück. Wo gehen wir weiter? Ja, im Knie Operation wegen Schleimbeutelentfernung 2-mal, Nasenbeinbrüche. Also das sind jetzt mal die schlimmeren Sachen. Die anderen zählen wir, glaube ich, nicht mit. Also schon einiges. Handball ist ein harter Sport und das ist das, was vielleicht auch interessant macht für uns. Wir wissen, wir sind keine Volleyballer, Tischtennisspieler, wir brauchen das auch. Gerade ich bin jemand, der den Kontakt auch sucht und ja, da gehören die Verletzungen dazu. Ohne oder mit Betäubung, Olli? Ohne. Fahr jetzt mal schön weg. Nochmal Tauftüte. Jawohl. Gut. Machen wir noch ein bisschen Spray drauf. Natürlich, wenn ich jetzt Leute sehe, die lange gespielt haben, Heiner Brand, Martin Heuberger, das sind Verletzungen mit einer Hüfte, wo du wirklich sagen musst, das ist richtig heftig. Und vor sowas Angst zu haben, nicht, man hat Respekt davor und man hofft natürlich, dass einem sowas nicht passiert. Aber wenn man sowas im Kopf haben würde, könnte man, glaube ich, nicht seine Leistung bringen, weil Angst vor einer Verletzung ist, glaube ich, würde einen hemmen. So, wir haben heute fast einen Ruhetag gehabt, bis auf das kurze Training, was wir gehabt haben. Ich habe euch auch bewusst in Ruhe gelassen. Erholung stand im Vordergrund. Müssen wir jetzt heute Abend langsam anfangen, uns vorzubereiten. Wir haben nur ein Ziel vor Augen. Das sind die Franzosen morgen. Nichts anderes, nur die Franzosen. Mir ist jetzt wichtig, dass sich jeder hundertprozentig nochmal konzentriert auf das, was auf der DVD läuft. Danach sollten wir uns wirklich mit Abschluss
dieser DVD auch wirklich nur auf das Spiel morgen konzentrieren. Ablauf morgen genauso wie bisher die anderen Tage auch. Ja. Okay. Die Startnummer 4, Micha! Und bei dir, du bist ja sowieso hart im Nehmen, du bist Handballer, ne? Ja, genau, stimmt. Wo spielst du? Bei der TS Göppingen, das liegt bei Stuttgart. Und sind die Jungs jetzt stolz oder sagen die, guck dir an, Weichei, Warmduscher, zieht sich da aus, geht über den Laufsteg, ist gar nicht so kernig. Ja, ich bin stolz. Ja? Ja. Welche Klasse spielst du? Du bist richtig hoch im Geschäft, ne? Ja, also die höchste Jugendliga bei uns, also Oberliga. Und Nationalmannschaft spielst ja, du auch? Ja, Jugendnationalmannschaft. Das ist doch nicht schlecht, oder? Da ist sie. Immer zu spät. Die Spaghetti war doch. War aber überall so. Ich fahre gleich mit 2 Uhr. So, wir haben über alles gesprochen, Leute. Grundlage wird in der Abwehr gelegt. Wir lassen sie nicht zu einfachen Toren in die Mitte kommen. Wir stehen vor dem Kreisläufer. Wir arbeiten alle zusammen. Wir stehen kompakt. Im Angriff haben wir unsere Dinge. Im Hinterkopf haben wir das zu versuchen, unser Spiel zu zerstören. Viel Bewegung ohne Ball. Aber wenn wir Zweikämpfe machen und sie spielen faul, Leute, dann zeigen wir auch, dass sie faul spielen. Dann ziehen wir bis zum letzten Augenblick. Dass sie faul spielen, die Pfiffen gehen, dass sie 2 Minuten kriegen. Wir lassen uns nicht von denen niedermachen. Aber das ganze Spiel, volle Konzentration, Leute. Bei allem Kampf immer konzentriert sein auf die Dinge, die wir uns vorgenommen haben. Und dann alle zusammen über 60 Minuten, Leute. Zusammen hauen wir sie weg. Komm! Hey! Die Problematik war einfach die, dass man 20 Minuten vor dem Spielbeginn sagen musste, geht's oder geht's nicht, weil man einfach den Spielberichtsbogen ja ausfüllen musste. Und dann ging das Aufwärmen los und Peter kam eben immer wieder und wie sieht's aus und mach mal einen Sprint. Und ich so, jetzt mach ich einen Sprint und jetzt kommt gleich das wichtigste Spiel und dann geht's schon vorm Spiel nicht. Habe ich gesagt, lass mich doch jetzt einfach steigern. Habe ich ein paar Aktionen gemacht, Sprungwürfe und viel schneller Steigerungsläufe. Und habe dann ein sehr, sehr gutes Gefühl gehabt. Und da habe ich gesagt, klar, wir machen das. Ja, also jetzt so geht es bei Ihnen jetzt gerade. Das ist Restrisiko haben wir auf jeden Fall. Das ist klar, aber so hat jetzt so gemacht. Der ist ein Gefühl da, dass das was hat, aber er hat sich jetzt richtig warm gemacht. Ja, wenn wir jetzt, wenn ich mit Mimi anfange, ist kein Problem. Dann ist aber auch nö. Ja, gut, dann machen wir das. Ja, machen wir das. Hau auf jetzt, Jungs! Komm, Lecki! Danke, Spieler! Ja, ich hab mich noch erwischt! Oh.
wir brauchen die Zuschauer unbedingt, weil gegen Frankreich, das ist so schwer zu spielen, weil die so aggressiv sind und weil die so ihre physische Überlegenheit meistens ausspielen können. Da braucht man halt einen achten Mann. Wir haben ihnen auch direkt gezeigt, was wir von den Franzosen gehalten haben. Als die kamen, wurden die auch mal übelst ausgepfiffen, als ich gedacht habe, oh, heute ist hier aber mal eine andere Stimmung als sonst. Es scheint heute ein bisschen aggressiver zu werden. Oh, hier gibt's grüne Szenen hier. Das müsste für mich die rote Karte geben eigentlich. So realistisch zu sein. Und deswegen sage ich, wenn man die Franzosen sieht, individuell, sind die meiner Meinung nach deutlich besser als wir. Aber wir haben es halt geschafft, das, was der Trainer vorgegeben hat, optimal umzusetzen. Also mit viel Bewegung die Abwehr durcheinander zu bringen und über so einen langen Zeitraum das zu schaffen, ist faszinierend. Immer wieder für Überraschungen sorgen. Michael Grau. Schaut er kurz auf die Uhr, ganz abgezockt gemacht. So Leute, im Positionsspiel 6 gegen 6 steht der Abwehr. Aber wir müssen in der zweiten Halbzeit jetzt den Gegenstoß ganz konsequent immer wieder laufen. Und vorne im Angriff bringt Pommes ins Spiel, aber im Laufen. Und dann kann Pommes im Anlauf kommen und dann haben wir sie in Bewegung, können wir weiterspielen. Keine Mätzchen, dafür unnötig 2 Minuten kriegen, konzentriert sein, wir kriegen unsere Chance und wir suchen hinten in der Abwehr, holen wir uns die Bälle und laufen Gegenstöße. Leute, wir haben keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen, wir sind voll dran. Und Reflex von Henny Fritz. Holger Gahndorff ist durch. Führung für Deutschland. Zum ersten Mal in dieser zweiten Halbzeit. Diese Abwehr ist unglaublich heute. Gut, 1 Minute noch. Langer Angriff, aber läuft durch. Und da ist das Tor. Führung für Frankreich. 32 Sekunden noch. Markus Bauer. Der Ball ist im Tor und das Tor zählt. Das Tor zählt. Ausgleich 21 beide. 5 Sekunden noch. 8-7. Und Henning Fritz hält die deutsche Mannschaft im Spiel. Aus. Die 60 Minuten sind vorbei hier in Köln. Es gibt Verlängerung. Ich habe gewusst, ich soll für einen Angriff kommen, weil Toto hat signalisiert, hier Junge, mach mal was für mich, ich brauche meine Pausen. Und da hat einer gesagt, ja, du kommst im Angriff. Und Dominik Klein! Und ja, dann kam halt der Spielzug angesetzt und Schorsch greift sich an die Nase. Und ich denke mir, nein, das ist eine Abmachung, wo ich dann zum Kepper springen muss. Und ich denke, Schorsch, was machst du da? Hatte schon ein geiles Gefühl. Man ist sich sicherlich im Klaren darüber, dass jeder Fehler der entscheidende Fehler sein kann. Und man versucht natürlich noch konzentrierter zu sein und vielleicht noch aufmerksamer als man sonst ist. Aber das Gute ist ja, dass man nicht viel Zeit hat nachzudenken. Man ist in so einem Tunnel drin. Sicherlich nimmt man gewisse Situationen wahr und man weiß auch, um was es geht, aber man versucht es irgendwo auszublenden. Man ist dann in so einem Rhythmus drin und ja, denkt nur, wir müssen das Spiel gewinnen, egal wie. Jetzt beginnt die letzte Minute in dieser ersten Verlängerung. Tor für Frankreich.
Wieder sind es 50 Sekunden, wie schon in der regulären Spielzeit. Holger Glandorf, 2 Minuten Zeitstrafe. Und wieder braucht die deutsche Mannschaft ein Tor. Und da ist der Treffer. 30 Sekunden vor dem Ende, Ausgleich. 27:27. Sekunden noch. Das war der Wurf. Ballbesitz für Frankreich. Spur läuft weiter. Und das ist das Ende dieser ersten Verlängerung. Wieder hat sich die deutsche Mannschaft gerettet. 27:27. Zweimal 5 Minuten. Noch einmal. Guigou. Und Ball im Aus. Gegenstoß, Thorsten Jansen. Führung für Deutschland. Und wieder steht Oliver Rogisch da. Ich habe zwar wahrgenommen, es war sehr laut in der Halle, weil die Spieler einen nie hören konnten, wenn man Anweisungen aufs Spielfeld brüllte. Aber ansonsten, was so auf den Tribünen passiert ist, was tatsächlich an Stimmung da war, habe ich also gar nicht wahrgenommen. War also irgendwo nur auf das Spielfeld fixiert und dass man überlegt, welche Auswechslung kann man noch vornehmen. Ich weiß also diese Geschichte mit der Auswechslung von Pascal und Lars Kaufmann, wo ich immer überlegt habe, wann bringst du Lars, nimmst du Pommes raus oder lässt ihn noch eine Weile drin. Das sind so Gedanken, die einem dann bei der Beobachtung des Spiels durch den Kopf gehen. Lars Kaufmann, der 24-Jährige aus Wetzlar. Knapp 90 Sekunden noch. Welch ein Halbfinale, welch ein Kampf. Kaufmann. 7 Meter für Deutschland. Und wieder ist es Markus Bauer. Bislang alle verwandelt. Und der hier, der wäre jetzt so wichtig. Gut 1 Minute vor dem Ende hier. Ja! Jawohl! Deutschland bleibt im Spiel, geht in Führung, trotz Unterzahl. 50 Sekunden auf. Jetzt kein Gegentor mehr und Deutschland ist im Finale. Frankreich, Guigou! 33 Sekunden noch. Einfach nur ausspielen müssen sie es jetzt. Ganz cool abzocken. Die deutsche Mannschaft mit einem Spieler weniger auf dem Feld. Bloß kein Ballverlust jetzt. 30 Sekunden trennen die deutsche Mannschaft vom Finale. War der hoch oder kam irgendwie seitlich oder hab den dann irgendwie versucht mit einer Hand noch zu bekommen, aber es hat dann irgendwie nicht funktioniert. Ballverlust, Jansen! Freiburg für Frankreich. Kein Tor. 7 Franzosen auf dem Feld gegen 5 Deutsche. Angehalten. 3 Sekunden noch. Also, 3 Sekunden. Das ist und Henning. Das Spiel ist aus. Deutschland steht im Finale. Dank Henning Fritz mit dieser letzten Frage.
Das war ein Spiel, da war Spitze auf Knopf. Wir hätten genauso gut rausfliegen können. Und ich denke, als wir gegen Frankreich gewonnen haben, dann in dem Halbfinale, wussten wir ganz klar, okay, jetzt können wir Weltmeister werden. Und das war der Moment, der mir eigentlich am meisten im Kopf geblieben ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein Zaubertrank. Der bringt mich hoffentlich wieder auf die Beine fürs Finale. Ja, Dominik, wie alt bist du? Sag mal. Der Jüngste. Ja, sag doch mal, wie alt du bist. 22, oder? 23, ich muss 36 Jahre alt werden, um sowas zu erleben. Der kommt. Unglaublich. Gibt's doch nicht, oder? Oleg. Alles Glückskinder. Alles Glückskinder, oder? Mit der Handfeuerwaffe vorne am Eingang abgeben. Wir haben natürlich auch ein bisschen drüber gefrotzelt, weil ich der Mannschaft im Vorhinein erklärt habe, wir gehen nach Wiel, hier gibt es keine Handballmannschaft, hier interessiert sich keiner für Handball. Hier haben wir auf jeden Fall unsere Ruhe. Und das musste ich mir natürlich von der Mannschaft dann immer wieder anhören. Das ist ein schöner einer. Hier ist es sehr ruhig und so weiter. Sportstudio. Einen Tag vor dem Handballfinale. Nationalspieler Pascal Hinz mit letzten Infos. Es begrüßt sie ihre Moderatorin Katrin Müller-Hochschild. Das Schlimme ist ja, Pascal Hinz, dass Handball mit Verlaub so eine sauspannende Sportart ist. Also ich kenne gestandene Männer, die letzten Minuten den Raum verlassen oder umschalten müssen, weil sie es nervlich einfach nicht mehr packen. Wenn Sie jetzt auf dem Feld stehen, wie geht's Ihnen da? Haben Sie einen Tunnelblick und bricht das dann hinterher über Sie rein oder wie machen Sie das nervlich? Im Spiel selbst ist man wirklich voll im Spiel und man realisiert, was drumherum passiert und so eigentlich gar nicht richtig. Wenn es dann natürlich zweimal in die Verlängerung geht, man wird müde und dann wird man im Kopf auch müde und dann geht es einem schon ein bisschen auch an den Nerven. Aber zum Glück hat der Markus Bau dann den entscheidenden 7 Meter reingeworfen und wir haben es dann gepackt. Das ist ja peinlich hier, was hier so Zimmer zusammen fallen. Also haben wir schon mehrfach ohne Bart gesehen. Was haben Sie sich jetzt für morgen überlegt? Wie wäre es denn zum Beispiel mal mit der Frisur von Pascal Hinz für Heiner Brandt? Gute Idee. Aha. Ich hätte damit nichts zu tun. So, ansonsten Leute, ihr habt heute das schönste Spiel eurer Karriere vor euch und das sollt ihr genießen. Genießen nicht, indem wir irgendwo in der Halle staunen, sondern genießen in dem Sinne, dass jeder Spaß hat an diesem Fight, an diesem Kampf, den wir machen. Dass jeder Spaß hat, zusammen Erfolg zu haben. Dass jeder Spaß hat, die Polen da wegzuhauen. Und das müsst ihr machen. Das, so ein Erlebnis wird nie wieder einer von euch haben. Hier vor 19.000 Zuschauern in der eigenen Halle zu spielen, ein Endspiel um eine Weltmeisterschaft. Da müssen wir Spaß dran haben. Und dann hauen wir die auch weg, wenn wir alle zusammen auf dem Weg weitermachen. Schön konzentriert, über 60 Minuten, aber bedingungsloser Kampf und Spaß am Kampf, Spaß am gemeinsamen Kampf. Und dann hauen wir die weg. Okay. Okay.
Heiß sein! Komm, alle Mann! Können wir hier rein! Okay. Das ist unser Spiel! Komm, das ist unser Spiel! Wir halten uns keiner mehr auf heute! Das ist unser Spiel! Das ist unser Spiel! Hau! Jetzt 30 Minuten noch mal in der Abwehr, Leute. Wir fighten mit. Hens. Und Thorsten Jansen. Hier ist er. Schön lang gewartet, aber eine super Parade. Kraus gegen Schwarz. Kontakt über Flutschitz. Henning Fritz, aber er hat sich verletzt. Als ich das Bein wieder aufsetzen möchte, gleich Schmerzen gehabt, umgekippt. Da war mir schon klar, dass da irgendwo was kaputt ist. Ja, und war ich natürlich schon sehr frustriert. Ich saß auf der Bank und habe gerade noch gefeiert, dass der Henning den Ball gehalten hat. Und in dem Moment sehe ich nur, dass er zu Boden sinkt und die Hände vors Gesicht schlägt und da war mir eigentlich sofort klar, dass irgendwas sein muss, dass er nicht weiterspielen kann. Und ich wusste ganz genau, ich muss jetzt bis zum Ende spielen. Und ich habe natürlich alles gesehen, so nach dem Motto, du kannst jetzt zum Held werden, du kannst aber genauso gut zum Vollidioten werden, wenn du jetzt das Spiel verlierst hier. Zeit.
langer Zeit wieder drin im Spiel. Pascal Hinz! 19.000 Fans atmen ganz tief durch bei diesem Treffer. Bitter hält. Die Polen müssen jetzt schnell abschließen. Bielecki, bitter steht. Sieb bitter. Ja! Hat der Mann Nerven! Jurassic. Schön herausgefangen, Jansen. Ihr seid bald durch. Pommes! Hinz aus Hamburg. Und Schwarze im Konter. Sieht der Kehrmann. Ja! Drin! Und jetzt beginnt mir die Riesenparty in der Kölner Arena. Deutschland ist zum dritten Mal Weltmeister. Thank you.
Rainer, dir vielen Dank, dass du mir das Vertrauen geschenkt hast nochmal. Ja, beim Rest kann ich mich einfach nur bedanken, dass ihr mich so schön aufgenommen habt und ja, dass wir zusammen diesen Erfolg nochmal feiern konnten. Dankeschön. War sicherlich die Atmosphäre auch ein wesentlicher Bestandteil unseres Erfolges. Ich möchte aber unabhängig davon nochmal den Leuten danken, und das meine ich hundertprozentig ernst und mit ganzem Herzen, die also nicht in den 16er Kader drin waren, die also alles vorbildlich mitgemacht haben, die immer gute Laune verbreitet haben. Thank you.